Ja, da sind wir wieder, haben den Schock erstmal verkraften müssen von Dima. Jetzt geht's erstmal ohne sie weiter. Und ja. Schauen wir mal, wie es weiterläuft ohne Dima. Ich verspreche euch, ihr Tod wird nicht umsonst gewesen sein. Aus der Asche von die Ravellos, geliebten Flammen, wird Medici sich erheben. Das Volk von Medici wird sich erheben wie ein Phönix. Die freie Welt jubelt mit euch. Genießt euren Sieg, Bürger von Medici, denn heute endet dieser Krieg. Rico, für Dima, für ganz Medici. Die Ravello ist noch da draußen. Wir müssen ihn finden und ihn töten. Hey! Wieso feiert ihr beiden nicht? Viele gute Männer sind gestorben, Annika. Wir haben gehört, dass ein großer Helikopter den zentralen Kontrollturm verlassen hat, bevor er eingestürzt ist. Wo ist er jetzt? Meine Quelle sagt, er ist in den Vulkan geflogen und bis jetzt ist er nicht wieder gesehen worden. Leute, wir können ihn nicht entkommen lassen. Wir kommen mit, Rico. Los, schnappen wir ihn uns für Dima. Wir treffen uns am Vulkan. Seid vorsichtig. Die Ravello wird sich nicht einfach ergeben. Jetzt kommen wir dich holen, du Bastard. Gut gesprochen, ne? Von Rose. Aber das klingt auch eher nach was anderem. Das schwebt noch so in der Luft. Den Vulkan erreichen. Das ist ein Witz. Ist das die eine Insel? Gucken, wa? Ja, das ist die Vulkaninsel. Aha, gut zu wissen. Okay. Dann fliegen wir mal dahin, nicht wahr? Ich hab nachgedacht. Was hast du vor, wenn die Revolution vorbei ist und wir unsere Freiheit und den ganzen Kram haben? Was dann? Das weiß ich noch nicht. Dann denk drüber nach, Fratre. Okay. Was wirst du machen? Ich habe überlegt, ins große Business einzusteigen, aus einigen meiner Garagen Autohäuser machen, Verkäufer werden, weißt du? Wirklich? Hey, wollen wir Partner werden? Frigo und etc. Automobile vom Feinsten. Unsere Verkäufe sind revolutionär. Unsere Preise sind der pure Wahnsinn. Das meint ihr doch nicht ernst? Nein. Hör nicht auf sie, Rico. Wir müssen das tun. Okay, mal sehen. Wir fangen klein an. Du wohnst bei meiner Granmatre. Damals als Kind. Wir stecken Zeit in das Auto und machen es fertig. Mal sehen, Mario. Wenn die Ravello weg ist, genehmige ich mir als allererstes einen Drink an einem ruhigen Strand. Allein. Wie du bist, Frotre. Aber danach erobern Frigo und etc. die Welt des Autoverkaufs. Ich nehm dich beim Wort. Ah, machst du schon Pläne für danach? Aber erstmal das hier überstehen. Die Ravellos Helikopter hat ein Bavarium-Schild. Ah, ja, klar. Bavarium-Schilde halten mich nicht auf. Jetzt oder nie, Fratre. Mach ihn fertig. Rein da mit dir, Rico. Er taucht garantiert auf. Oh, oh. Was haben wir denn da? Bricht er aus? Bricht der irgendwann aus? Ein Vulkan. Hey, wieder was Neues. Bei Jazz Chaos. Gab's im zweiten Teil nicht. Wer weiß, vielleicht gab's im ersten Teil das. Aber na, zum Glück habe ich meinen besten Raketenwerfer hier.
Wir sind bei dir, Rico. Geh da jetzt runter. Ja, schön, dass ihr bei mir seid. Aber ich muss das allein machen. Ganz allein. Der kommt bestimmt aus der Lava raus. Bestimmt. Nee, doch nicht. Hätte ich gedacht. Ist sowieso Schwachsinn, dass er aus der Lava rauskommt, weil. Er muss ja erstmal einschlägen. Gut, das Barium-Schild hätte er bestimmt vor Schaden geschützt. Und er hat ja so viel davon. Dass er da. Schieß ihn ab! Schieß ihn ab! Nicht jetzt. Na, auf ein Neues. So. Auf ein Neues. Das Schild ist aus, Rico! Wow. Ich verspreche, Sie werden leiden. Oh, das kann. Ja, jetzt so. Schön. Jetzt, wo ich mich abgewendet habe, ja. Stellen Sie sich wie ein Mann. Ich bin noch hier. Sie haben alles ruiniert. Jetzt! Mach schon, Rico! Es gibt kein Entkommen, Rodriguez! Ich seh jetzt schon. Wow! Ich werde sie ausradieren! Warte, bis der Schild offline ist! Ja, habe ich gemerkt, dass er, als er da getroffen wurde. Haha, hallo! Das Schild ist aus, Rico! Geht weiter. Ja, Baumfliegen. Damit ich nicht so Zielscheibe bin. Frieden. Ach! Mist! Mist! Sie entkommen mir nicht! Ich entkomme dir. Rico, jetzt! Wunderbar! Schießt er jetzt selber oder was? Kommen Sie heraus und sterben Sie wie ein Mann, Rodriguez! Oh. Der Feigling will fliehen! Diesmal nicht! Ui, Rico, jetzt! Ja, der. Na, sag doch, ja. Das ist ein bisschen schwierig. Ist man schon in der Luft und. Meine Raketen entkommen Sie nicht! Sicher? Wo sind Sie? Ich da, ne? Ah, die Zeit für Spielchen ist vorbei. Oh, nee, wa? Bring ihn zum Schweigen! Marek. Kein Thema. Ich stürze ihn in die Flügel. Hat er nicht mehr so viel. Rico, jetzt!
Das war wieder ein Treffer. Ein Schuss habe ich noch. Ein Schuss habe ich noch. Das war so klar. Wow. Das war mal wieder so klar. Ja, du qualmst schon, du Kleiner. Das Schild ist aus, Rico! Ist das das? Scheiße. Ah, hallo. Weil macht das anders. Ah, Mist. Muss das anders sein. So, muss ich dann machen. Rico, jetzt! Na, was sagen Sie dazu? Ach nee, wa? Muss ich den wohl doch abschießen? Nee. Ich verspreche, Sie werden lange! Ach. Mann, komm! Das ist mal wieder ein Kampf hier. Warte, bis der Schild offline ist! Ja, muss ich erwarten. Jetzt hat er was. Ein kleinen Rebellenabwurf wäre ja mal praktisch, oder? Genau, sie feind nicht! Jetzt! Noch nicht. Ich brauch Munition. Ich werde sie ausradieren. Wunderbar. Ja, schön. Ist weniger. Ja! Ja, gleich. Das Schild ist aus, Rico! Ach, nee. Noch nicht. Rodriguez! Na komm. Das war zu nah. Nee, noch nicht. Noch nicht. Rico, jetzt! Na? Habe ich dich endlich? Habe ich. Habe ich. Ich hab ihn geschlagen. Für die S-Runde. Hat er das drin? Sie können mir nichts anhaben, Rico Rodriguez. Ich bin Sebastiano Di Ravello. Ich werde nicht brennen. Ich werde nicht sterben. Ich... Sie... elender Mistkerl! Wenn Sie meine Herrschaft beenden,
stürzen sie ein ganzes Land ins Chaos. Medici wird ohne mich untergehen. Gut, aber eins sollten sie wissen. Es war ihr Tom Sheldon, der alles eingefädelt hat, was mich an die Macht gebracht hat und sie zum Weisen gemacht hat. Ich war eine Enttäuschung für mein Volk. Ich war eine Enttäuschung für mich selbst. Ich habe zugelassen, dass diese imperialistischen Hunde über Medici und mein Volk bestimmen konnten. Und das war ein gewaltiger Fehler. Abspann. Ja, Leute, das war ja schon der finale Part. Ist ja mal ein Ding. Total überraschend für mich. Aber eigentlich auch klar, weil ja, hier und da und tralala. Wenn der Endkampf kommt, würde ich sagen, den man erreichen möchte, dann immer das Finale. Das war bei Hellsfire genauso. Den Rad-3-Raketen und so. Weil hast du die dritte aktiviert, musst du dann nur auf die vierte rauf. Und Baby Pandey. Okay. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, meine ganzen Parts, die ich euch präsentiert habe. Also mir hat das Spiel sehr viel Spaß gemacht. Ich werde nebenbei noch die ganzen Herausforderungen meistern und vielleicht ein paar Rekorde machen. Nebensächlich. Aber so im Großen und Ganzen, also es ist ein klasse Spiel. Echt empfehlenswert. Auch wenn der Finale kam, ja, ich bin halt zweimal gescheitert. Okay. Aber so im Großen und Ganzen fand ich das echt klasse von Square Enix und Avalanche, dass die so einen krassen Game für die PS4 rausgebracht haben. Und für PC darf man ja auch nicht vergessen. Was gibt es da noch für PC? Also genießt den Abspann. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir auf jeden Fall, euch das darzustellen. Lasst ein paar Kommentare da, wie es euch gefallen hat. Macht mit eurem Chin da oben für alle Neulinge, die das Finale sehen wollen, unbedingt. Lasst ein Abo da, verfolgt mich weiter. Das nächste Let's Play ist in Planung. Aber ich verrate noch nicht was.
Das Ministerium für Erleuchtung und Stabilität möchte hiermit die Gerüchte über den Tod unseres geliebten Generals kommentieren. Die offizielle Haltung der Regierung dazu lautet: Keine Leiche, kein Problem. Vermutlich nimmt General Di Ravello nur eine wohlverdiente Auszeit. Er ist tot! Vive la General, falls es einen General gibt! Ja, das war ja mal das Ende hier. Um mal festzustellen, wo sind wir hier eigentlich? Der freie Modus ist offen. Das ist doch mal was fein. Ach! Ist ja mal interessant. Da setzt er dann. Ja. Ist ja ein Ding, oder? Ist ja ein Ding. Und dann halt wirklich okay. Ich würde sagen, der freie Modus ist ja freigeschaltet. Ja, wir sehen uns dann halt zum nächsten Let's Play. Ciao!